Du willst in 20 Minuten einfach so viel Fett verbrennen wie möglich, dann bist du hier genau richtig. Wir machen ein kurzes Warm-up und dann geht es 20 Minuten lang in Übungen rein. Die machen wir im Kreis. Du brauchst überhaupt nichts außer eine Matte. Das heißt, nach dem Intro legen wir direkt los. Hallo, liebe Freunde der Gesundheit. Ja, jetzt im Homeoffice hat man einfach weniger Bewegung und bei der Kälte draußen ist die Lust zum Joggen auch nicht unbedingt da. Deswegen machen wir jetzt ein Homeworkout. Das kannst du natürlich auch draußen machen. Ich mache es hier in unserem bequemen Studio. Vorher noch, lass mich einen Satz zur Theorie sagen. Warum verbrennst du bei dem Workout besonders viel Kalorien und auf was musst du dabei achten? Wichtig ist einfach, Fett wird mit Hilfe von Sauerstoff verbrannt. Das heißt, wir müssen uns in der Intensität bewegen, wo du noch nicht in die Sauerstoffnot kommst. Das ist ganz wichtig. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, jetzt ist voll drüber, dann ist es einfach zu viel. Es geht darum, so intensiv wie möglich, aber noch im sauerstoffgesättigten Bereich. Wenn du zum Beispiel eine Pulsuhr hast, kannst du das auch tracken. Du nimmst einfach 220 minus dein Alter und rechnest dann 60% und 70% aus und du solltest zwischen 60% und 70% dieser errechneten Herzfrequenz, solltest du dich bewegen, dann bist du genau im richtigen Bereich. Beispiel, ich werde nächstes Jahr 30, mit 30 ist es ganz einfach, 220 minus 30 ist 190, 60% davon sind 114 und 70 sind 133, also solltest du dich im Herzfrequenzbereich zwischen 114 und 133 bewegen, möglichst die ganze Zeit. Und dafür sind die Übungen auch ausgelegt. Je nachdem, wie fit du bist, musst du ein bisschen mehr Gas geben oder ein bisschen weniger. Alles klar, wir legen direkt los mit dem Warm-up. Schultern kreisen nach hinten. Nimm die Ellbogen mit. Und nimm die kompletten Arme mit. Zieh dein Knie so hoch, wie es geht und kreis das Sprunggelenk. Andere Richtung. Und das andere Bein. Zieh das Knie wirklich so hoch wie möglich. Ich möchte auch deine Hüftbeuge aktivieren. Richtungswechsel. Und stabil stehen. Und du tust ganz locker rotieren. Versuch mit ein bisschen Schwung noch die Bewegung zu vergrößern. Und streck auch gerne die Arme aus, wenn du genug Platz dafür hast. Und noch eine neurologische Übung. Du springst ganz locker auf der Stelle, fixierst einen Punkt und jetzt kippst du den Kopf nach links. Versuch den Punkt fokussiert zu halten. Und nach rechts. Und die letzte Warm-up-Übung, Vorbeuge und Rückbeuge. Spann den Bauch an und den Po. Und pass auf, dass du nicht in den Hohlkreuz gehst. Alles klar, und los geht's mit unserem Fettburner-Workout. Wir machen 30 Sekunden Belastung pro Übung, 3 Runden. Wenn du noch nicht so fit bist, mach zwischen den Runden einfach kurz Pause und ruh dich kurz aus. Los geht's mit dem High-Kick, rechtes Bein und los. Über die Geschwindigkeit hier kannst du auch die Intensität einstellen. Je nachdem, wie explosiv du das Ganze machst, wie hoch du das Knie ziehst, wird es dann eben auch anstrengender. Und Seitenwechsel.
Nächste Übung ist der Horse Stance. Nimm die Knie schön weit nach außen und einfach nur hier ausharren. Spür deinen Puls und nutz diese Pause auch, um ein bisschen einzuschätzen, ob du jetzt in der richtigen Intensität bist oder nicht. Wenn die Beine zu schwer werden, geh kurz hoch und direkt wieder runter. Und die nächste Übung sind die Jumping Jacks. Und runter auf die Matte, Hände neben den Po, Schulter nach hinten und bring die Hüfte nach oben und streck die Beine. Als nächstes in die Liegestützposition. Die Füße sind breit und du tappst immer die Schultern an. Die Hüfte soll sich nicht bewegen. Weiter geht's mit Side Plank. Das untere Knie ist gebeugt. Po anheben und neben dem Körper Ellbogen und Knie zusammenbringen. Übrigens, wenn du noch locker reden kannst, dann bist du vermutlich im richtigen Herzfrequenzbereich. Wenn dir das schon sehr schwer fällt, wenn du danach Luft schnappen musst, dann ist es zu anstrengend. Dann mach einfach ein bisschen langsamer. Zum Beispiel kannst du dann einfach hier statisch halten. Na, dann bringst du deine Herzfrequenz wieder ein bisschen nach unten. Aber grundsätzlich wollen wir hier natürlich auch Kraft aufbauen. Da haben wir natürlich den doppelten Effekt. Sehr gut. Das war Runde 1. Wenn es dir ein bisschen zu anstrengend ist, mach eine kurze Pause, 2 Minuten, und dann steig ein in die nächste Runde. Alles klar, es geht weiter in 3, 2, 1 und Hard Kicks. Und Seiten wechseln.
Und der Horse Stance als nächstes. Knie schön nach außen. Zwischendurch mal kurz entlasten. Und Jumping Jacks. Und zurück auf die Matte, in den L-Sit. Und die Liegestützposition, Füße breit, Shoulder Taps. Side Plank, auch hier wieder, wer noch ein bisschen mehr braucht, mit Side Crunch, ansonsten einfach statisch, mir reicht gerade statisch. Mein Puls ist auf jeden Fall schon an der oberen Grenze. Und Seitenwechsel. So, zieht's durch. Letzte Übung der zweiten Runde. Es kommt noch eine Runde. Und dann machen wir noch ein kurzes Cooldown. Sehr schön. Zweite Runde beendet. Wenn es für dich jetzt wieder ein bisschen zu anstrengend ist, mach eine kurze Pause. Wir machen direkt weiter mit Runde 3. Okay, es geht wieder los in 3 Sekunden. Upsala, ohne Matte am besten. High Kicks. Und Seitenwechsel.
Und weiter mit dem Horse Stance, breiter Stand, Knie nach außen. Ganz wichtig, nicht schummeln, nicht hier abstützen. Und Jumping Jacks. Und es geht weiter auf der Matte, L-Sit. Shoulder Taps als nächstes. Und die letzte Übung, der Side Plank. Das ist wirklich die letzte Übung, also wenn ihr noch Reserven habt, dann könnt ihr es jetzt aufbrauchen. Und Seiten wechseln. Sehr schön. Alles klar, geschafft. Dann lasst uns noch kurz einen Cooldown zusammen machen. Noch ein bisschen ausdehnen. Die eine Hand zieht nach links, die andere nach rechts. Bringt die Dehnung auf die rechte Körperseite. Und versucht, euren Atem zu beruhigen. Wechsel. Und nochmal. Wechsel.
Und zum Schluss noch was Gutes für den Nacken. Zieht mit der einen Hand nach unten und den Kopf kippt ihr in die Gegenrichtung. Passt auf, dass ihr das Kinn nicht nach vorne rausschiebt, zieht es eher nach hinten zurück. Und andere Seite. Dann den Kopf nach unten hängen lassen und ganz bequem von links nach rechts rotieren. Alright, sehr gut. Schön, dass ihr bis zum Ende mitgemacht habt. Falls euch das Video jetzt zu anspruchsvoll war, wir haben es ja schon im Titel, es ist ein Intermediate Workout und kein Anfänger, dann verlinke ich euch hier noch eins, das ein bisschen weniger intensiv ist. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Ich gebe zu, ich war auch über 70% meiner Herzrate. Für mich war es auch ein bisschen too much. Und letztendlich habt ihr dadurch keine zusätzliche Fettverbrennung. Also lieber dann ein etwas leichteres Workout öfter machen und dann mit der Zeit umsteigen auf das hier. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Sven von Sandwich.